wie Kirche. Laudes, das Morgengebet. Am heutigen 21. November, und dazu begrüße ich euch recht herzlich zur heutigen Laudes, da gedenken wir der lieben Frau in Jerusalem. Dieser marianische Gedenktag, dem verdanken wir wahrscheinlich der Weihe der Kirche St. Maria Nova in Jerusalem. Das war im Jahre 543, genauer gesagt natürlich am heutigen Tage, dem 21. November. Das spätere Gedächtnis der Darstellung der seligen Jungfrau Maria geht auf eine legendäre Erzählung im Jakobusevangelium zurück. Die vier kanonischen Evangelien der Bibel, die berichten nichts von einer solchen Übergabe Marias an den Tempel. Der Legende zufolge soll Maria mit 3 Jahren durch ihre Eltern Anna und Joachim dem Tempel von Jerusalem übergeben worden sein, um für Tempeldienste ausgebildet zu werden. Ja, ob man das alles so glauben kann, ist eine andere Frage. Die Kirche glaubt auf jeden Fall dran. Heute ist also der Gedenktag Unsere liebe Frau in Jerusalem. Recht herzlich willkommen zum Morgengebet. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Steigen wir ein mit dem Hymnus. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahe kann. Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein, will König tausendfältig Herr aller Herren sein. Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihn atmen, weben und immer bei ihm sein. Den keiner je gesehen, noch künftig sehen kann, will dir zur Seite gehen und führt dich Himmel an. Beten wir gemeinsam Psalm 26. Verschaff mir Recht, o Herr, denn ich habe ohne Schuld gelebt. Dem Herrn habe ich vertraut, ohne zu wanken. Erprobe mich, Herr, und durchforsche mich. Prüfe mich auf Herz und Nieren. Denn mir stand deine Huld vor Augen. Ich ging meinen Weg in Treue zu dir. Ich saß nicht bei falschen Menschen. Mit Heuchlern hatte ich keinen Umgang. Verhasst ist mir die Schar derer, die Unrecht tun. Ich sitze nicht bei den Frevlern. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich umschreite, Herr, deinen Altar, um laut dein Lob zu verkünden und all deine Wunder zu erzählen. Herr, ich liebe den Ort, wo dein Tempel steht, die Stätte, wo deine Herrlichkeit wohnt. Raff mich nicht hinweg mit den Sündern. Nimm mir nicht das Leben zusammen mit dem der Mörder. An ihren Händen klebt Schandtat. Ihre Rechte ist voll von Bestechung. Ich aber gehe meinen Weg ohne Schuld. Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht auf festem Grund. Den Herr will ich preisen in der Gemeinde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Du, unser Gott, wir lieben den Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt. Wir wollen dein Lob verkünden, von all deinen Wundern erzählen. Und das tun wir auch jetzt in der Lesung. Welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen. Wort des lebendigen Gottes. An dieser Stelle beten wir nun wieder das Benediktus, den Lobgesang des Zacharias.
Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Selig bist du, Maria, weil du geglaubt hast, was dir vom Herrn gesagt ist, wird sich an dir erfüllen. Und so bringen wir heute die Fürbitten einfach mal Maria vor und natürlich unserem Gott, der in unserer Heimat ist, der in unserer Stadt ist, in der wir geborgen sind. So bitten wir, befreit uns zu diesem Dienst, öffne unser Herz für deinen Ruf. Befreit uns zu diesem Dienst, gib uns Mut anzunehmen, was du mit uns vorhast. Befreit uns zu diesem Dienst, bewahre uns im Vertrauen zu dir, wenn du andere Wege mit uns gehst, als wir erwarten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und beten das Gebet, was uns der Herr uns zu beten gelehrt hat. Entschuldigung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gütiger Gott, wir gedenken am heutigen Tag der seligen Jungfrau Maria, die du mit der Fülle deiner Gnade beschenkt hast. Höre auf ihre Fürsprache und lass auch uns am Reichtum deiner Gnade teilhaben, damit wir mit ganzer Hingabe und frohem Vertrauen vor dir leben können. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Bitten wir um den Segen für den heutigen Tag. Gott, lass uns wachsen in seiner Gnade und schenke uns Einsicht und Weisheit. In Jesus Christus und in Maria eröffne er uns den Weg zum Leben. Amen. Und nun wünsche ich euch einen schönen gesegneten Dienstag und freue mich schon auf morgen Vormittag. Tschüss. Heiligabend ohne Gottesdienst? Das muss nicht sein. Wir bringen Ihnen den Gottesdienst in Ihr Radio. Am 24. Dezember sendet KW Kirche vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. in Kooperation mit Radio Fest einen besonderen Radiogottesdienst. Impulse, Andachten, Gebete, natürlich die Weihnachtsgeschichte und Musik von Klassik bis hin zu modern.
Wir versüßen Ihnen den Heiligen Abend. Der Radiogottesdienst startet um 20 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie, der KW-Kirche Radiogottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr.